Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Afghanistan haben sich die Warnungen vor Terrorattentaten bewahrheitet. Bei zwei Selbstmordanschlägen am Flughafen der Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Taliban mindestens 13 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Die genauen Zahlen sind noch unklar. Deutsche sind laut Bundesregierung nicht unter den Opfern, wohl aber US-Soldaten. Es gab mindestens zwei Explosionen, und zwar vor dem Abbey Gate, einem Zugang im Südosten des Flughafens, und vor dem nahegelegenen Baron Hotel, in dem viele Menschen untergebracht waren, die ausgeflogen werden sollten. Kurz nach den Explosionen. Unter den Toten sind viele afghanische Zivilisten. Nach dem Anschlag waren sofort Ambulanzen vor Ort, um den Menschen zu helfen. Die hatten auch heute gehofft, aus Afghanistan ausgeflogen zu werden. Ein Krankenhaus in Kabul meldete zahlreiche Verletzte durch die beiden Selbstmordattentate. Wir waren am Flughafen, um ein Visum von den USA zu bekommen. Da ereignete sich der schwere Anschlag, mitten unter den wartenden Menschen. Viele wurden getötet, darunter auch US-Amerikaner. Die Attentate geschahen mit Beginn des Abendgebetes, berichteten Augenzeugen. Dieser Mann war mit seinem Cousin in der Nähe des Flughafentors. Die Krankenwagen transportieren immer noch Verletzte und Tote. Mein Cousin wurde am Bein verletzt. Tausende waren auch heute wieder zum Flughafen gekommen. Die Menschen wussten, dass mehrere Länder ihre Evakuierungsmission beenden werden. Die Taliban versuchten am Morgen, die Menschenmenge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Vor einem Anschlag hatten seit Tagen die US-Geheimdienste gewarnt. Mehrere Selbstmordattentäter des sogenannten Islamischen Staates seien nach Kabul geschickt worden. Dieser Vorfall unterstreicht die Brisanz der Lage in Afghanistan, bestärkt uns aber auch in unserer Entschlossenheit, dem afghanischen Volk weiterhin dringend benötigte Hilfe im ganzen Land zukommen zu lassen. Die letzte Bundeswehrmaschine hatte zuvor Kabul verlassen. Die USA gehen davon aus, dass der Anschlag auf das Konto des sogenannten Islamischen Staates geht. Am Flughafen in Kabul sind wir jetzt mit dem freien Journalisten Franz Marti verbunden. Wie ist die aktuelle Situation? Wie Sie gesagt haben, kam es zu zwei Explosionen an einem Tor zum Flughafen in den frühen Abendstunden. Es wurden auch berichtet, dass den Explosionen ein Schusswechsel folgte. Der Sprecher des Pentagon hat bestätigt, dass es sich um eine komplexe Attacke handelt, also dass es zumindest einen kurzen Schusswechsel zwischen Angreifern und Sicherheitskräften gegeben hat. Jetzt habe ich gerade Berichte bekommen, dass allenfalls auch eine Drohung gegen das Nordtor des Flughafens besteht. Vor einigen Minuten war ein Geräusch zu hören, das allenfalls eine Explosion sein könnte. Bisher wurde dazu aber noch nichts berichtet. Wissen Sie Näheres darüber, wer den Anschlag verübt haben könnte? Nein, auf den Kanälen, auf denen der Islamische Staat normalerweise seine Anschläge beansprucht, wurde bisher nichts publiziert. Es scheint aber vieles darauf hinzudeuten, dass es wirklich der selbsternannte Islamische Staat war. Einerseits haben schon vor einigen Tagen nachrichtendienstliche Berichte darauf hingewiesen, dass diese Gruppe einen Anschlag planen könnte. Gestern wurde mir das auch von einer guten Quelle bestätigt, die in direktem Kontakt mit gewissen aktiven Mitgliedern dieser Gruppe ist. Und es ist auch so, dass es eigentlich keine andere Gruppe gibt, die hier groß in Frage kommen würde. Von dem her deutet wirklich alles auf den Islamischen Staat hin, aber es wurde bisher noch nicht offiziell beansprucht. Vielen Dank, Franz Marti in Kabul. Unterdessen hat die Bundeswehr ihren Evakuierungseinsatz beendet. Mit den letzten Flugzeugen seien alle deutschen Diplomaten, Soldaten und Polizisten in die usbekische Hauptstadt Taschkent ausgeflogen worden, teilte Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer mit. Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, dass Deutschland auch weiter versuchen werde, Menschen beim Verlassen des Landes zu helfen.
Die Ereignisse in Kabul seien sehr bedrückend, sagt die Kanzlerin nach den Selbstmordanschlägen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt, bei denen zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden. Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber die Terroristen haben auf Menschen gezielt, die vor den Flughafentoren gewartet haben und auf ihre Ausreise hoffen. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation. Die Bundeswehr hat nach 11 Tagen die Luftbrücke aus Kabul beendet, erklärt Merkel. Mehr als 5000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die letzten deutschen Maschinen haben Kabul verlassen. Alle deutschen Soldaten, Polizisten, Botschaftsmitarbeiter seien ausgeflogen worden, bestätigt die Verteidigungsministerin. Die Anschläge, die wir heute Nachmittag gesehen haben und vor denen ich in den letzten Tagen und auch heute Morgen noch einmal eindrücklich gewarnt habe, haben deutlich gemacht, dass eine Verlängerung der Operation in Kabul nicht möglich war. Die Sicherheitslage vor Ort und auch die Entscheidung der Taliban, eine Verlängerung über den 31.8. hinaus nicht zu dulden, haben das unmöglich gemacht. Die Bemühungen, weitere Ortskräfte und Schutzbedürftige außer Landes zu bringen, gingen jedoch weiter, versichert der Außenminister. Die militärische Evakuierung ist nun beendet. Aber unsere Arbeit geht weiter, und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen. Die Kanzlerin verweist auf die Gespräche mit den Taliban in Doha. Nach dem Ende der Evakuierungsaktion geht es der Regierung nun darum, auf diplomatischem Weg zu versuchen, Zurückgelassenen die Ausreise zu ermöglichen. Unter den Toten sind auch US-Soldaten. Zu den Reaktionen in den USA jetzt live aus Washington, Claudia Buckenmeier. Ja, es ist jetzt das eingetreten, was die US-Regierung unter Präsident Biden die letzten Tage befürchtet hatte. Die bestätigten Informationen, die wir bisher aus dem Verteidigungsministerium erhalten, sind immer noch spärlich. Der Pressesprecher bezeichnete die Explosion am Abbey Gate, also an einem Zugang zum Kabuler Flughafen, als einen koordinierten Angriff. Es sei ein abscheulicher Anschlag. Dabei sind, so heißt es jetzt in einer offiziellen Mitteilung, auch US-Soldaten getötet worden. Weitere Mitglieder der Streitkräfte wurden verwundet und werden behandelt. Genaue Zahlen nennt das Pentagon aber inzwischen nicht, bisher noch nicht. Medien berichten, dass mindestens 4 US-Marines unter den Todesopfern sein sollen. 3 weitere seien verletzt worden. Aber gerade eben erreichen uns Nachrichten, dass die Zahl der Todesopfer deutlich höher sein konnte. Aber wie gesagt, die Zahl ist bisher nicht bestätigt. Diese Bestätigung gibt es in einem solchen Fall erst, wenn alle Angehörigen informiert sind. US-Präsident Biden hat sich heute mehrere Stunden mit seinem Sicherheitsteam beraten. Und hier in Washington rechnen jetzt alle damit, dass Biden sich heute noch direkt an die Nation wenden wird, um möglicherweise auch zum Fortlauf der Evakuierungen sich zu äußern. Zurück zu Susanne Daubner. Die Gewerkschaften haben ihre Forderungen für die kommende Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder beschlossen. 5% mehr Lohn und Gehalt fordern sie für die mehr als 1 Million Beschäftigten. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder wies das als nicht finanzierbar zurück. Der Beginn der Verhandlungen ist für Anfang Oktober geplant. Diese Berliner Erzieherin ist eine von mehr als 800.000 Tarifbeschäftigten der Bundesländer, die für mehr Geld kämpfen. Wir sind ja nicht nur die Pädagogen, wir sind ja auch die Psychologen, wir sind die Köche, wir sind die Berater, wir sind die Tröster, wir sind die, die das Pflaster kleben, also auch ein bisschen Richtung Krankenschwester. Ja, wir sind alles. Und ich finde, schon alleine deswegen, ohne Umstände, sind wir unterbezahlt. Gewerkschafter fordern heute vor dem Start der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst 5% mehr Gehalt, mindestens 150 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten und für Beschäftigte im Gesundheitswesen monatlich 300 Euro mehr, da sie aufgrund der Pandemie besonders honoriert werden müssten. Die Erwartungshaltung ist da, dass nicht nach dem Klatschen die Klatsche kommt, sondern eine angemessene Einkommensbeteiligung. Die Gewerkschafter weisen auch auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten hin. Der Verhandlungsführer für die Länder sagte, es gebe wenig Spielraum für Gehaltssteigerungen und bezeichnet die Forderung der Gewerkschafter als illusorisch.
Sie macht 7,5 Milliarden aus als Kosten bei den Ländern, wenn ich das für den Tarifbereich und den Beamtenbereich zusammensehe. Diese Erhöhung im Gesundheitsbereich, die gefordert wird, würde für eine Krankenschwester über zwischen 8-10% bedeuten. Das macht schon mal deutlich, mit welchen Sprüngen die Gewerkschaft hier rechnet. Ich halte sie für deutlich zu hoch. Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen ab 8. Oktober verhandeln. Die Gewerkschafter erklären, Streiks im öffentlichen Dienst seien momentan nicht zu erwarten. Im Tarifstreit mit der Gewerkschaft der Lokführer will die Deutsche Bahn vorerst kein neues Angebot vorlegen. DB-Chef Lutz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Vorstellungen von Gewerkschaft und Unternehmen lägen nicht weit auseinander. Lediglich bei der Laufzeit des Tarifvertrages gäbe es Differenzen. Lutz forderte GDL-Chef Weselski auf, die Verhandlungen fortzusetzen. Die Gewerkschaft lehnt das ab, solange kein neues Angebot auf dem Tisch liegt. Vor rund 50 Jahren, am 1. September 1971, trat das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, in Kraft. Damit sollten auch Kinder aus einkommensschwachen Familien die Chance bekommen, ein Studium zu beginnen. Der Anteil der Studierenden, die die Studienbeihilfe beziehen, ist seit Einführung stetig gesunken. Dennoch ist das BAföG für viele auch heute noch ein Schlüssel zum sozialen Aufstieg. Otis Henkel ist einer der Glücklichen, die BAföG bekommen. Er studiert Politikwissenschaften im 6. Semester in Bonn. Der Antrag war für ihn damals ganz schön knifflig. Ich bin glücklich, dass ich in meinem Umfeld Leute hatte, die mir da geholfen haben und die mich dabei unterstützt haben, den ersten BAföG-Antrag zu stellen. Aber ich denke halt auch an die Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben oder die die allerersten sind in ihrer Familie, die studieren. Die haben das bestimmt deutlich schwieriger. Als das BAföG 1971 eingeführt wurde, war es die erste leistungsunabhängige Studienförderung in Deutschland. Es ermöglichte vielen, überhaupt erst zu studieren. Doch während die Anzahl der Studierenden immer weiter zunimmt, sinkt der Anteil der BAföG-Empfänger. Anfangs erhielten es noch knapp die Hälfte der Studierenden. Heute bekommt es nur noch etwa jeder Sechste. Da ist noch ein großes Potenzial oder eine große Lücke zwischen denjenigen, die prinzipiell für BAföG in Frage kämen, die es aber nicht in Anspruch nehmen. Und wenn man da sich mal das anschaut, da gibt es Schätzungen, die sich zwischen 20-40% bewegen derjenigen, die eigentlich für BAföG in Frage kämen, aber keins beantragt haben. Sinkende Förderquote, zu wenig Geld bei steigenden Kosten und eine zu lange und komplizierte Beantragung. Viele fordern mittlerweile eine Reform des BAföG. Otis Henkel hätte ohne die Förderung mehr Geldsorgen und er hätte weniger Freiraum, sich aufs Studium zu konzentrieren. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut 12.626 neue Fälle gemeldet, gut 4.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 66. Eine der größten Computerspielmessen der Welt, die Gamescom, findet in diesem Jahr Corona-bedingt erneut ohne Publikum statt. Gestern Abend war Online-Eröffnung. Weltweit wurde sie von Millionen am Bildschirm verfolgt. Für die Branche war die Corona-Pandemie kein Nachteil. Im Gegenteil, die Umsätze steigen. Statt echtem Publikum ein riesiges Streaming-Studio. Mehr ist in den Kölner Messehallen von der Gamescom nicht zu sehen. Die Messe ist zum zweiten Mal rein digital, Corona-bedingt. Und deswegen präsentieren Stars der Computerspielszene die neuesten Entwicklungen und Trends im Livestream. Wir versuchen halt, hört sich doof an, für die Leute oder mit den Leuten dann zusammen Spaß zu haben. So im Livestream, wo Leute sich auch einklinken können und so weiter, ist ja immer ein bisschen interaktiv und lebt natürlich auch von den Zuschauern. Und wir versuchen das Ganze so ein bisschen, dieses Gamescom-Gefühl ein bisschen nach Hause zu bringen. Bis morgen werden Trends wie das Livestreaming und die neuesten Computerspiele einem weltweiten Millionenpublikum präsentiert. Die Gamescom ist eine der wichtigsten Messen der Computerspielindustrie. Ein Markt, der im Corona-Jahr 2020 um 30% gewachsen ist und weiter wächst. Doch die deutsche Szene bekommt davon nur wenig ab. In Deutschland müssen wir da noch mehr tun, damit wir da wirklich vorne mitspielen können. Nur 5% von dem Umsatz in Deutschland landet in der Tasche von deutschen Entwicklerinnen und Entwicklern. Also zu wenig Spiele kommen aus Deutschland. Immerhin, die digitale Gamescom ist eine Erfolgsgeschichte. Mehr als 50 Millionen Zugriffe gab es im vergangenen Jahr weltweit. Dieses Mal sollen es noch mehr werden. Und doch hätten sie lieber wieder echtes Publikum in den Hallen in Köln. Die echte Messe mache einfach mehr Spaß. Da sind sich alle einig.
Bei den Paralympics hat Schwimmerin Verena Schott die zweite Medaille für das deutsche Team geholt. Sie sicherte sich Bronze über 200 Meter Lagen. Auch Tischtennisspielerin Stefanie Grebe kann schon jubeln. Sie zieht nach 2 Siegen ins Halbfinale ein, kann auf Gold hoffen und hat Bronze schon sicher. Sie strahlt mit ihrer Medaille um die Wette. Verena Schott freut sich über Bronze auf den 200 Meter Lagen. Die zweite deutsche Medaille bei diesen Paralympics kommt überraschend. Im Vorlauf, weit hinter dem Führungstrio, dreht die Greifswalderin im Finale richtig auf, liegt nach der Hälfte des Rennens sogar auf Goldkurs. Mit neuer persönlicher Bestzeit rettet sie am Ende Platz 3 ins Ziel und ist fassungslos über ihren Erfolg. Das Podest knapp verpasst und trotzdem zufrieden, Regine Mispelkamp hat auf Highlanders Delight die deutsche Delegation bei der Paradressur begeistert. 0,214% fehlen der Rheinländerin zu Platz 3. Bis kurz vor dem Ende hatte Mispelkamp die Medaillenchance, verpasst dann aber Bronze, genauso wie Teamkollegin Heidemarie Dresing. Eine Medaille vor Augen hat Stefanie Grebe. Die Berlinerin erreicht dank ihres zweiten Sieges an diesem Tag das Halbfinale. Nach einem 3:1 in ihrer Auftaktpartie gewinnt Grebe das Duell gegen die Südkoreanerin Moon recht locker in 3 Sätzen und steht unter den letzten 4. Weil Platz 3 nicht ausgespielt wird, ist Bronze also schon sicher. Am Samstag kämpft sie um den Finaleinzug. Der Kabarettist Ludger Stratmann ist gestern im Alter von 73 Jahren gestorben. Bekannt war er unter anderem für seine Rollen als Dr. Stratmann und als Wirt Jupp im WDR-Fernsehen. Stratmann war ausgebildeter Mediziner, widmete sich von 2002 an aber ganz Bühne und Fernsehen. Als Ruhrpott-Kabarettist zeigte er das Revier und seine Menschen authentisch und sympathisch in seinen Programmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. August. Das Tief, das von der Ostsee Richtung Tschechien zieht, sorgt für herbstlich anmutendes Wetter. Heute Nacht gibt es besonders in der Osthälfte teilweise kräftige, anhaltende und mitunter gewittrige Regenfälle. Regional können 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Morgen zunächst vor allem im Norden und Osten teilweise kräftige Schauer und Gewitter, später auch weiter nach Westen und Süden hin. Recht freundlich bleibt es im Südwesten. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 16 und 7 Grad. Morgen 12 Grad im Erzgebirge bis maximal 21 Grad im Breisgau. In den folgenden Tagen ändert sich wenig. Es bleibt bei vielen Wolken und zahlreichen Schauern und gelegentlichen Gewittern. Am Montag wird es im Westen allmählich freundlicher. Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach den Selbstmordanschlägen in Kabul, wie gefährdet sind weitere Evakuierungen aus Afghanistan und steigende Corona-Zahlen in NRW? Warum Schülerinnen und Schüler schon wieder auf Unterricht verzichten müssen? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.